Wir starten jetzt mit Pirmin Kalberer mit seinem Vortrag Vektorteils, Stand der Technik 2021. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Vortrag Vektorteils, Stand der Technik 2021. Mein Name ist Pirmin Kalberer, ich arbeite für die Firma SourcePole. Wir sind in Zürich stationiert, machen einerseits WebGIS, Cookies Web Client 2 und wir betreiben eine Plattform cookiescloud.com, wo man Cookies Projekte als Webkarten publizieren kann. Wir sind auch Cookies Core Entwickler, Cookies Server, Drucken, Plugins, haben wir viel gemacht und bieten Maintenance und Support an im Rahmen des Cookies Enterprise Programms und haben auch zu diversen weiteren OSGO-Projekten beigetragen und tragen auch weiterhin bei. Das Thema Vektorteils möchte ich einleiten, eigentlich mit Rasterteils, so als Einstieg. Wenn man sich einen Rasterteilserver nochmal vorstellt, da werden auf Serverseite Rasterkacheln generiert. Das heißt, sie werden gerendert, gestylt, Kacheln gemacht und der MapViewer stellt dann diese Kacheln als Karte dar. Jetzt der Gegensatz dazu, das sind die Vektorteils. Da wird auf Serverseite eben kein Styling gemacht, sondern es werden Vektoren in Kacheln geschrieben und auf der Client-Seite, da passiert dann das ganze Styling im Viewer integriert mit einer Bibliothek, die das Kartenstyling übernimmt. Diese Mapbox Vector Tiles, die sind recht optimiert auf Filegröße, das ist ein Binärformat, Protobuf. Es ist in Screen-Koordinaten, als Integer werden die Vektoren gespeichert, das heißt, die sind bereits aufbereitet für die Darstellung auf dem Bildschirm. Kann mehrere Layer in einer solchen Kachel können enthalten sein und es gibt Properties dazu mit optional auch einer Feature-ID, die dann beim Rendering berücksichtigt werden können. Die Generierung der Tiles hat folgende Schritte. Also einerseits muss ich die Tiles ausschneiden, also die Geodaten ausschneiden, an den Teilgrenzen klippen, zurechtschneiden. Also ich will nicht ein riesen Polygon mit dem ganzen Land, sondern nur den Grenzausschnitt innerhalb der Teil. Ich muss die Geometrien generalisieren, damit ich Platz sparen kann. Also gibt es für Polygone und für Linien bewährte Algorithmen. Bei diesen Vorgängen, bei diesen Bearbeitungen können Fehler entstehen, die Geometrien können invalid werden und deshalb muss ein Vektorteilserver auch dafür sorgen, dass möglichst keine ungültigen Geometrien entstehen oder diese repariert werden. Und am Schluss werden dann diese Geometrien und die Properties dazu im Protobuf-Format enkodiert und ausgeliefert oder gespeichert. Ein Stack kann etwa so aussehen. Wenn ich unten beginne, ich habe die Geodatenbank mit PostGIS hier. Ich habe einen Teilserver, der PBF-Kacheln erzeugt. Und der Vorteil vom Kacheln ist ja, dass dann diese Files von einem normalen Webserver ausgeliefert werden können. Und das heißt, das ist hier so dargestellt und der Client dann das Styling macht und die richtigen Kacheln lädt und in der Karte darstellt. Es gibt hier noch eine Variante, es gibt Teilserver, die können direkt auch als Webserver dienen und Kacheln ausliefern. Die haben dann den Vorteil, dass sie auch live Kacheln erzeugen können. Wenn es häufig wechselnde Daten gibt, kann das ein Kriterium sein. Zu diesen Vektorteilservern, da gibt es sehr viele, deshalb auch dieser Vortrag. Die kompletteste Sammlung ist bei Mapbox Awesome Vector Tiles zu finden. Da findet man 29 Einträge unter Server und 18 unter CLI, also Command Line Interfaces. Und das sind auch wieder einige Generatoren, das heißt, es gibt mindestens 40 solche Applikationen, die Vektorteils generieren oder ausliefern. Wenn man jetzt diese Teilserver dann beurteilt und auswählt, dann gibt es diverse Kriterien anzuschauen.
Also man interessiert sich, welche Inputs werden akzeptiert, also welche Datenformate, PostGIS oder Files, welche Outputs werden erzeugt, auch wieder Mapbox Vector Tiles als Files oder zum Beispiel auf Amazon S3, wo ich dann sehr viele Files speichern kann und direkt dann per HTTP speichere und lade. Oder will ich nicht einzelne Files haben, sondern sie in einer MB-Tiles-File-basierten Datenbank speichern. Das kann sehr interessant sein, auch für Offline-Anwendungen, wo ich dann nur eine MB-Tiles, das ist eine SQLite-Datenbank, mitgeben kann, für die, wo man dann die Karten damit rendern kann. Dann gibt es, wie gesagt, zwei verschiedene Modi. Einerseits der Generator-Modus, wo Kacheln generiert werden, und der Tile-Server-Modus, wo diese Kacheln über einen Webserver ausgeliefert werden. Es gibt kombinierte Varianten oder nur Generatoren, auch nur eine Tile-Server. Dann die Verarbeitung, wie gesagt, Clipping, Generalisierung, das muss der Tile-Server natürlich leisten. Dann ist wünschenswert, dass er auch gewisse Analysefunktionen hat. Er sagt zum Beispiel, wie groß sind die Tiles, wie viele Features sind drin, was für Features und so weiter. Dann kann auch ein Kriterium sein, was für Projektionen unterstützt werden. Standard von Mapbox ist ein Webmercator-Projektion, aber wünschenswert sind auch andere und das unterstützen nicht allzu viele dieser Tile-Server. Und dann ist schlussendlich natürlich auch Performance, Skalierbarkeit möglicherweise ein wichtiges Kriterium. Die erste Gruppe von Tile-Servern, die ich vorstellen möchte, sind Node.js-basierte Applikationen. Ich habe jetzt nur zwei ausgewählt, da gibt es einige mehr. Carthotherion ist ein bekannter Tile-Server, der für Wikimedia entwickelt wurde, aber heute noch in Gebrauch ist. Aktiv entwickelt wird er noch von Quant, wo er auch für die Webkarten, also Quant Maps, eingesetzt wird. Ist einer der ältesten, also 2013 wurde der, kam der erste Release. Basiert auf TileLife, das ist so ein Framework zum Laden verschiedener Daten. Das heißt, unterstützt verschiedene Input-Datentypen und auch verschiedene Output-Datentypen, natürlich Protobuf, Mapbox Vector Tiles, aber auch Raster Tiles. Die werden über Mapnik oder die Node-Bindings zu Mapniks gerendert. Dann habe ich noch einen zweiten aufgelistet, TileServer GL 2016. Der hat einen wichtigen Unterschied. Der ist die Stufe eigentlich nur TileServer, also ohne Generator. Das heißt, die Kacheln müssen bereits vorhanden sein und zwar im MB-Tiles-Format. Dafür können dann trotzdem wieder einzelne PBF-Dateien ausgeliefert werden oder GeoJSON oder auch Raster-Tiles. Die werden mit Mapbox GL Native gerendert. Das heißt, dieser Server kann nützlich sein, wenn ich eben auch klassische WMTS anbieten will, die auf MVTs basieren sollen. Dann eine zweite Gruppe sind, sag denen mal, OpenStreetMap Tilestacks. Die sind darauf ausgerichtet, um OpenStreetMap-Daten einzulesen und ein Vektor-Tileset zu produzieren. OpenMapTiles wurde 2015 zum ersten Mal released, noch unter anderem Namen OSM2VectorTiles. Später wurde dieses OpenMapTiles-Projekt daraus. Das liest die Daten mit InPosM ein in eine PostGIS-Datenbank und dahinter ist dann auch so ein Node.js-basierter Stack mit Mapnik, NodeMapnik oder jetzt in neueren Versionen oder als Ziel eigentlich PostServe. Das ist dann PostGIS STS MVT basiert, werde ich später noch vorstellen. Für Raster Tiles wird auch noch TileServer GL eingesetzt. Eine zweite Applikation, spezialisiert auf OpenStreetMap, ist TileMaker. Gibt es auch schon länger, C++ geschrieben, mit Lua Scripting. Und das hat als Input direkt OSM-PBFs. Das heißt, das ist eigentlich der schlankste Stack, wenn ich nichts dazwischen will. Ich nehme OSM-Planet-Files oder Extrakte und kann mit TileMaker direkt Mapbox-Vector-Tiles generieren.
Dann kommt eine neue Klasse, das sind so Standalone-Applikationen. Eine der bekanntesten ist Tippecanoe, ist auch eine der ersten, von Mapbox selbst entwickelt. Das ist ein reiner Generator, C++ geschrieben, hat als Input GeoJSON in erster Linie, es kam dann GeoBuff dazu, ist ein Binärformat oder auch CSV und liefert Vektorteils als Files aus oder als MB-Tiles, also als Pakete sozusagen. 2016 kam die erste Version von Tegola. Das ist eine kombinierte Applikation, Generator und Tileserver, in Go geschrieben. Das liest Daten aus PostGIS-Datenbanken oder als GeoPackage und hat viele Output-Formate, filebasiert, S3, auch Redis oder Azure Blobs. Es unterstützt als Teilschema Webmercator und auch WGS84, also wenn ich Globes machen will. Ein Jahr später kam die erste Version von T-Rex raus. Das ist auch eine Kombination Generator-Teilserver, wurde in Rust geschrieben, liest ebenfalls Daten aus PostGIS ein und unterstützt die GDAL OGR Vektorformate, das heißt eine recht breite Palette an Formaten und unterstützt den Output als Files und Amazon S3. Die Spezialität von T-Rex ist, dass benutzerdefinierte Teilschemas verwendet werden können. Das heißt, man kann beliebige Projektionen als Output unterstützen. Dann GDAL. Das ist sehr bekannt, aber vielleicht weniger bekannt, dass es auch Vektorteils produzieren kann. Also es gibt einen Treiber, um MVT-Files zu produzieren und einen für MB-Tiles. Ist jetzt ein reiner Generator, wie man ihn kennt, Ogre to Ogre, und Output ist dann MVT in C++ geschrieben. Unterstützt natürlich sehr viele Input-Formate, halt alles was GDAL OGR unterstützt. Dann eine nächste Kategorie, nenne ich hier Full-Stack-Server. Die unterstützen auch Raster und Vektorteils. Das sind eigentlich so die klassischen Open-Source-Server. GeoServer hat seit 2017 Vektorteil-Support und UMN-Map-Server seit 2018. Das heißt, wer eine dieser Kartenserver sowieso einsetzt, der muss sich für Vektorteils nicht unbedingt etwas Neues zulegen. Der kann hier einen neuen Output produzieren, parallel zum gewohnten Raster-Output. Und als letzte Kategorie PostGIS STS MVT basierte Applikationen. PostGIS unterstützt seit einigen Versionen den Output als Mapbox-Vektorteil, also MVT-Format. Das heißt, das ist dann wirklich eine Funktion, die ich aufrufen kann, wie STS GeoJSON kann ich STS MVT aufrufen. 2017 wurde die Python-Applikation PostSurf publiziert. Die ist heute in den Open Maptile Tools drin und das ist so eine Kommandozeilen-Applikation, um solche Kacheln zu generieren. 2018 wurde Martin publiziert. Das ist wieder in Rust geschrieben und das ist dann ein Kartenserver, das heißt, es ist ein Webserver eingebaut, der direkt Kacheln ausliefern kann, die über die STS-MVT-Funktion aus PostGIS ausgelesen werden. Und dann gab es 2020 eigentlich nochmal dasselbe mit Go geschrieben, PEG Tileserve nennt sich das, von Crunchy Data, hat praktisch die gleiche Funktion wie Martin, eine mögliche Alternative dazu. Soweit mal die Server, um MVTs zu produzieren oder auszuliefern. Auf der Client-Seite muss ich sie dann rendern. Und das heißt, das Styling ist hier das Thema. Das ist ein Beispiel von einem Style. Hier sieht man so, es ist in JSON geschrieben, textuell basiert. Hier hat es Beispiele für verschiedene Radiusgrößen, dann auch Kreisdicken, die abhängig sind, ob jetzt Mouse-Over ist oder nicht, also interaktiv.
Und in der letzten Zeile wird auch noch die Farbe vom Kreisrand gesetzt. Dieses JSON-Styling, dafür gibt es auch Web-GUIs, die einem ein bisschen helfen, so einen Style zu produzieren. Da ist Maputnik, der bekannteste Editor, den es auch schon lange gibt. Ich kann hier halt Farben auswählen und all diese Sachen, die wir vorgesehen haben, interaktiv erstellen und dann ein Style-JSON exportieren. Das ist das Styling. Die Darstellung sind eigentlich die zwei bekanntesten, stelle ich jetzt hier mal im Detail vor. Das ist einerseits Mapbox GL, aber jetzt, da gab es eine Lizenzänderung, seit Mapbox GL 2 ist das keine Open Source mehr, deshalb stelle ich hier den Fork vor, MapLibre. Es gibt einen separaten Vortrag dazu, wieso das passiert ist und wie das läuft. Hier werden Mapbox GL JSON Styles dargestellt und zwar mit WebGL gerendert. Hat auch 3D-Funktionalität. Ich kann Gebäude extrudieren und verschiedene Winkel anschauen und antippen, also Positionen finden. Ist nur für Mercator ausgerichtet. Das kann ein Entscheidungskriterium sein. Und der zweite bekannte in der GIS-Szene ist OpenLayers, der ja vor allem eigentlich bekannt ist für die OGC-Formate WMTS, WFS, WMS, aber eben auch Mapbox Vector-Tiles unterstützt. Und zwar auch in Nicht-Mercator-Grids. Die Mapbox GL-Styles werden umgesetzt durch eine Erweiterung auf das Styling von OpenLayers. Im Gegensatz zu Mapbox GL wird hier mit dem Canvas API gearbeitet, was bei gewissen Darstellungen auch ein bisschen Performance-Nachteile haben kann. Dafür ist es sehr kompatibel auch mit alten Maschinen und auch älteren Browsern. Hier ein Überblick über Editoren und Viewer. Zusätzlich zu Maputnik gibt es noch Fresco. Aber das habe ich jetzt hier nur noch in Klammern gesetzt, weil es seit mindestens einem Jahr nicht mehr weiterentwickelt wird. Bei den Viewern gibt es noch einige mehr. Neben MapLibre und OpenLayers ist Leaflet eigentlich auch ein sehr bekannter Viewer mit dem Mapbox GL Leaflet Plugin oder jetzt dem Pendant von MapLibre dazu, kann ich Mapbox GL Karten darstellen. Dann auch DeckGL und KeplerGL, das darauf aufbaut. Von Uber gibt es auch den MVT-Layer-Typ. Dann von Tangram, das darf auch erwähnt werden, weil es wieder entwickelt wird. Es gab da einen längeren Unterbruch, weil das wurde von der Firma MapSane entwickelt, die dann geschlossen wurde, aber heute sind diese Leute bei Snap, also Snapchat, und wieder aktiv in dem Bereich. Das heißt, hier könnte wieder einiges passieren. Und dann habe ich auch noch aufgelistet HarpGL. Das ist von hier. Unterstützt nicht direkt das Mapbox GL Styling, hat ein eigenes, ähnliches JSON Styling. Unterstützt viele verschiedene Input-Datentypen und hat für die 3D-Darstellung verwendet es 3.js, also wahrscheinlich die beste 3D-Bibliothek in JavaScript im Browser, die also sehr mächtig und funktionsreich ist. Wenn ich mir jetzt vielleicht noch zum Abschluss noch ein paar Sachen wünschen oder vorstellen könnte, was es noch geben könnte, also ich würde mir von den Teilservern noch mehr Unterstützung für Teiloptimierung wünschen, ein bisschen Analysefunktionen, auch automatisches Clustering, Generalisierung. Das wird zum Beispiel von Tippecanoe sehr gut gemacht, aber andere Teilserver können das weniger. Also da kann ich 1 Million Punkte reingeben und kriege dann geclusterte Punkte und so weiter. Auch eine Rückkopplung zwischen Styling und Teilgenerierung, da kann man noch sehr viel verbessern, weil im Style sage ich ja, welche Attribute brauche ich, und das heißt, ich muss dann auch nur diese Attribute in die Tiles reinschreiben, und das geht dann bis auf SQL Queries zurück. Das heißt, man hat häufig so einen
Loop, wo ich immer wieder Styling anpasse, dann muss ich wieder SQL Queries anpassen, Teilgenerierung und kann dann wieder im Styling weiterfahren. Hier könnte man noch viel herausholen. Dann auch Tracing wäre gut, das heißt, wenn ich gute Performance-Analyse habe auf allen Stufen. Und bei der Standardisierung, da sieht es recht gut aus. Also da gibt es jetzt unterdessen einen Entwurf, dass vom OGC hier auch das zu einem offiziellen Standard wird, was jetzt hier schon praktisch angewendet wird. Ja, so viel zu einem als kurzer Überblick über den Stand der Vektorteiltechnologie. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und habe jetzt noch Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, Pirmin, für deinen sehr interessanten Vortrag. Schöne Übersicht. Wir haben mittlerweile auch ein paar Fragen reinbekommen. Und zwar war eine Frage, die viele Upvotes hatte. Welche Organisationen nutzen die T-Rex-Software? Ob du darüber etwas sagen kannst? Ja, da muss ich gerade vorausschicken, dass ich der Autor von T-Rex bin. Also ich bin da nicht ganz neutral. Und wir haben Kunden, es gibt Referenzen in der Schweiz. Die Foduarte Sempach hat eine schöne Anwendung mit T-Rex. Und dann gibt es in Deutschland ein Portal, das T-Rex nutzt. Jetzt müsste mir jemand den Namen einflüstern. Es ist auf der Seite drauf. Ich glaube, es ist in Bayern angesiedelt, aber es sind so deutschlandweite Karten. Dann kriege ich immer so ein bisschen Feedback an Konferenzen, dieses Jahr vielleicht nicht, aber in den Niederlanden, das Vermessungsamt hat teils mit T-Rex gemacht. Es gibt also sicher noch viele Anwender, von denen ich nichts weiß. Okay, vielen Dank. Also die übliche Blackbox oder Dunkelziffer an Nutzern eines Open-Source-Projekts, die man direkt so nicht mitbekommt. Aber ich höre raus, es ist in großer Benutzung auch bei größeren Organisationen. Dann kam eine weitere Frage zu Datenmengen, auch immer ein interessantes Thema. Welche Datenmengen muss ich erwarten, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Land oder gar die ganze Welt als Vektorteils modelliere? Ich bin jetzt gerade verzweifelt am Recherchieren, weil ich habe das in meinem letztjährigen Vortrag aufgelistet gehabt und ich bin miserabel mit Zahlen. Und ich werde jetzt garantiert eine völlig falsche Zahl nennen aus dem Kopf. Also die Zahlen sind extrem tief. Es ist irgendwie völlig gegen alles, was man so gewohnt ist. Man kriegt irgendwie man ist irgendwie in den Megabytes und hat schon ein ganzes Land, also jetzt für die Schweiz zumindest. Natürlich kann man auch beliebig große machen. Also man kann sich, wenn man halt nicht gut generalisiert oder extrem tief reingeht, dann wachsen die Datenmengen auch. Aber das ist ja eigentlich der Clou von den Vektorteils, dass ich mit ein paar Gigabytes die ganze Welt abdecken kann, wenn ich das entsprechend generalisiere. Vielleicht finde ich noch eine Zahl, dann schreibe ich es in den Chat rein oder bin auf dem Expo-Stand noch anzusprechen, um das noch korrekt zu beantworten. Anschließend daran eine relativ gut gewordene Frage, wo dann die Grenzen von Vektorteils sind. Ab wann sollte man denn eher Rasterkacheln benutzen und wann Vektorteils? Ich glaube, das kann man nicht nur direkt an den Datengrößen festmachen. Wo macht es denn Sinn, Vektorteils einzusetzen? Würde ich noch von meine persönliche Frage anschließen. Ja, berechtigte Frage. Ich meine, es gibt Daten wie Luftbilder, Satellitenbilder, die sind mal grundsätzlich, kriege ich die als Raster. Und das heißt, da arbeite ich auch mit Rasterkacheln. Wobei es geht dann recht viel. Also wir haben auch schon in Projekten auch Rasterdaten dann vektorisiert, um dann halt die Maus-Ohr-Effekte, diese Interaktivität zu erhalten. Das heißt, sogar bei Rasterdaten kann es Sinn machen. Ich bin jetzt gerade überlegen, wo es keinen Sinn macht oder wo die Grenzen sind. Vielleicht dann, wenn ich anfangen will zu editieren die Daten, weil die Daten sind wirklich aufbereitet für die Visualisierung. Das heißt, sie sind generalisiert und das Protokoll ist auch nicht gemacht, dass ich jetzt editieren kann online. Das heißt, da gehe ich dann halt wieder auf andere Formate, wo ich die volle Auflösung der Geodaten übermittle. Okay, super.
Vielen Dank. Es gab noch einige weitere Fragen, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Aber Pirmin, du bist sicherlich noch in der Netzwerkwelt erreichbar heute und morgen und kannst da noch weitere Fragen beantworten. Dann vielen Dank und dann haben wir